So, hallo. Heute will ich euch das zweite Gefäß zeigen, was wir machen. Wir haben ja gesagt, wir machen ein Ei oder etwas wie das Ei als eine Aufgabe. Das zweite wäre eine Teeschale, und zwar eine japanische Teeschale. Da ihr vermutlich keine Töpferscheiben zu Hause habt, machen wir das einfach von Hand. Ich nehme ein bisschen Karton, schneide mir ein kleines Plättchen zurecht. So, darauf kann ich nämlich dann das Gefäß formen und drehen. Der erste Schritt ist wieder Tonkneten, Kugelformen. Die Kugel sollte möglichst schön sein. Denkt dran, man muss schnell sein, schnell arbeiten, damit die Kugel noch schön feucht ist, nicht zu trocken ist. Ich setze die auf die Platte, ein bisschen festdrücken. So, das wäre unser Ausgangspunkt. Vielleicht ein Wort zu den Schalenformen. Ich überlasse das völlig euch, was für eine Form ihr bauen wollt. Es gibt grundsätzlich eine Unterscheidung zwischen Winterformen und Sommerformen. Winterformen wäre eher eng, warmhaltend, Sommerform eher aufmachend, duftverströmend. Wichtig für eine Teeschale ist, dass sie einen schönen Fuß hat. Das heißt, man muss gucken, dass man einen schönen Fuß übrig lässt. Ansonsten gibt es, glaube ich, im Japanischen noch ganz viele verschiedene Formen. Die haben alle ihre Namen und ihre Bedeutung. Das wird sehr oft in der Teezeremonie verwendet. Versucht einfach verschiedene Formen aus. Macht es mehrmals. Wenn es kaputt geht, ist auch nicht schlimm. Einfach wieder einstampfen. Einfach mehrere Versuche machen. Grundsätzlich arbeiten wir so. Wir haben diesen Ton. Wir tun mit dem Daumen eine Öffnung machen. Das haben wir jetzt bei den ersten Formen auch schon gemacht. Ich habe aber meine Finger außen dran und mit den Fingern drehe ich das Gefäß auf dem Tisch. Dadurch entsteht von Anfang an ein Fußring in dem Gefäß. Also, alle Finger sind am Gefäß dran. Mit dem Daumen öffne ich den Ton. Mit den Fingern forme ich den Fuß und drehe das Gefäß. Ich lasse einen schönen dicken Boden, den wir später in lederhartem Zustand sozusagen schnitzen. Und also das darf ruhig so 20 mm dick sein. Wenn ich dann da angekommen bin, gehe ich nach außen. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass sozusagen die Finger außen trotzdem den Fuß hüten sozusagen. Also man muss wirklich da unten drunten mit den Fingern drin sein, damit sich die Schale nicht einfach hinsetzt. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Man merkt dann oft, dass das ganze Gefäß plötzlich zusammenzackt. Dann hat man da unten ein bisschen zu dünn gearbeitet. So, man kann auch hier den Fuß nochmal so richtig nachformen. Der darf also richtig von Anfang an deutlich da sein. Ja? So, wenn ich den Fußbereich fertig habe, ich gehe raus, ich mache erstmal nur die erste Reihe, sozusagen die unterste Ebene des Gefäßes fertig, dünn. Und jetzt kann ich zwei verschiedene Griffe verwenden. Entweder so, Daumen innen, Finger außen, dann werde ich hier eine Schalenform hinkriegen. Je nachdem, wie ich die Hände halte, eng oder weit, kann ich eben eine ganz flache Schale machen oder eine Halbschale. Wie gesagt, die Aufgabe wäre, dass das Gefäß nicht runtersackt. Das heißt, das sollte man lernen zu beherrschen. Wenn man eine enge Form haben will, eine gerade Form, dann arbeite ich Daumen außen, Finger innen. Ich muss mich ein bisschen runtergeben. So, das heißt, ich gehe hin, nehme den Ton und schiebe den so ein bisschen zusammen. Ganz leicht nur. Auch hier wieder lieber 10-mal ein bisschen als versuchen, in zwei Griffen das sofort hinzukriegen. Anfassen, ein bisschen zusammenschieben. Man treibt den Ton vor sich her. Wenn ich das konsequent mache, kann der Ton nur nach oben weg.
Es sollte aber immer oben sozusagen ein dickerer Rand bleiben, während unten das Gefäß schon fertig ist. So, dann wandere ich langsam nach oben. Immer mit dem gleichen Griff. Ich mache jetzt mal konsequent so eine senkrechte Form. Wenn ich es schön gleichmäßig mache, dann habe ich natürlich nachher auch oben einen halbwegs gleichmäßigen Rand. Wenn ich jetzt sehr ungleichmäßig arbeite, dann kommt mir das ganze Gefäß sozusagen aus der Ordnung heraus. So, irgendwann komme ich oben an, mache dann den oberen Rand auch dünn. Und jetzt habe ich meinen Rohling eigentlich schon fertig. Da wir das jetzt von Hand machen, müssen wir natürlich jetzt auch alles von Hand sozusagen ausgleichen. Wenn ihr also merkt, das ist jetzt sehr unterschiedliche Höhen, dann kann man das einfach ein bisschen, man staucht ein bisschen zurück, da wo es zu hoch ist, man zieht ein bisschen hoch, wo es zu tief ist. Es muss nicht, das ist eine handgemachte Schale, das heißt, die muss jetzt nicht perfekt sein, die muss auch nicht sozusagen wie auf einer Maschine gemacht aussehen. Die darf ruhig ein bisschen handgemachtes Bild geben. In Japan ist es ja gerade so, dass gerade die Schalen, die nicht perfekt sind, unter Umständen viel wertvoller sein können als diejenigen, die ganz perfekt sind. Das hängt ein bisschen davon ab, ob die Imperfektionen sozusagen schön sind. Okay? Also, das ist eigentlich jetzt schon fertig. Jetzt wäre wieder der zweite Schritt trocknen lassen, bis es lederhart ist. Also nicht zu sehr trocken lassen, ein paar Stunden, vielleicht über Nacht. Und dann können wir am nächsten Tag sozusagen dieses Gefäß fertig machen, den Fuß ausarbeiten, die Außenfläche schön machen. Achtet darauf, dass die Innenseite der Schale schon schön ist. Da wollen wir nachher möglichst nicht mehr rangehen. Da kann man auch ein kleines Stäbchen oder Hölzchen oder einen Maßstab nehmen und sozusagen innen schon mal glätten. Da da nachher der Tee drin sein soll, wäre es wichtig, dass das nicht zu sehr zu unruhig ist. Außen darf man alles möglich machen, aber innen soll es halbwegs glatt sein. Einfach darauf achten, dass es innen drin sozusagen fertig ist. So, okay. Die Teeschale.